Hey meine Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Danke erstmal fürs Einschalten und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr alle mal kurz die Glocke aktiviert. Und ich habe mega Bock auf dieses Video, denn wir machen heute Klassenfahrt. Aber Freunde, ich bin der Lehrer von vielen Schülern. Wir werden was richtig Geiles machen und ich werde versuchen, meine Schülerin irgendwie zu klären, weil ich sie nämlich liebe. Das hat nichts damit zu tun, dass ich Chakalaka machen will, sondern ich liebe sie wirklich. Ich habe mit meinen Schülern ausgemacht, dass wir uns gleich hier treffen werden. Und die werden jetzt auch auf jeden Fall gerade kommen müssen. Oder sie kommen schon gerade. Hier haben wir auf jeden Fall schon einen Schüler. Ey, was geht ab, Elias? Was geht? Wie gesagt, stellt euch bitte hier in einer Reihe auf. Momo, herzlich willkommen. Ja, danke meine schön. Freunde, es kommen jetzt auf jeden Fall, oh, da ist auf jeden Fall auch die Chica, sie kommt gerade. Freunde, das ist das schöne Mädchen, das ich liebe. Sie ist halt so wunderschön und ich will sie unbedingt klären. Ich denke auf jeden Fall, dass das Ganze klappt. So, meine Freunde, herzlich willkommen, danke, dass ihr da wart. Wie geht's euch erstmal so heute? Gut. Ja. Und Ihnen? Gut. Ja, auch mir geht's immer gut. Ihr wisst ja, ich bin Manace, der König von Fortnite, ich kann mir alles leisten. Schaut mal, ihr wisst ja, dass eure Eltern sehr viel Geld für euch bezahlt haben. Für jeden 200, um genau zu sein. Und wir werden uns heute ein wunderschönes Wochenende zusammen machen in einem Paradies, das ihr in eurem ganzen Leben noch nie gesehen habt. Wir haben heute Klassenfahrt auf und jetzt dürft ihr dreimal raten, auf der schönsten Insel auf dieser ganzen Erde. Kommt jetzt mit mir mit. Malediven. Was hast du gesagt? Malediven? Nein. Dubai? Nein. Kommt auf jeden Fall mit. Ich würde sagen, da ihr schon voll seid, soll einfach das Mädchen bei mir einsteigen. Oh, Freunde, super. Sie steigt sogar bei mir ein. Hallo, wie geht's dir denn? Ganz gut. Und Ihnen? Ja, mir geht's auch sehr gut. Wie gesagt, wir werden jetzt auf jeden Fall in ein Paradies hinfahren. Zu einem Paradies. Und was hast du heute so Schönes gemacht? Ja, eigentlich habe ich mich auf die Klassenfahrt vorbereitet. Ja. Ja, das freut mich auf jeden Fall, dass du das gemacht hast. Ja, auf jeden Fall, ihr könnt hier schon mal aussteigen. Wir haben hier richtig, richtig schöne Sachen beim Klassenfahrt. Die Jungs kommen ja schon. Ey, eine Frage, bevor die Jungs da sind. Hast du eigentlich einen Freund? Nee, leider nicht. Okay. Ja, das ist nicht schlimm. So, meine lieben Schüler, ihr stellt euch bitte alle in einer Reihe hier auf. Vor mir. Okay. Und ihr folgt mir bitte. Ich stelle euch jetzt alles mal vor und wir werden uns das Klassenzimmer nochmal kurz anschauen. Und also nicht das Klassenzimmer, sondern ihr wisst schon, wo wir auf jeden Fall ein bisschen chillen werden. Also das ist auf jeden Fall die Chill-Ecke. Und ja, wie gesagt, hier am Abend werden natürlich hier werden am Abend Geschichten erzählt und Lagerfeuer gekritzelt gehört. Und hier oben ist auf jeden Fall das Schlafzimmer, aber von mir, denn ich habe mich dazu entschieden, dass ich hier wohne, um alles mal so im Auge zu behalten. An eure Zimmer und so weiter, zu denen kommen wir jetzt. Kommt mal bitte runter. Und zwar, wir laufen jetzt mal dorthin, wo eure Zimmer und so sind. Denn, wie ich es euch gesagt habe, hier ist ein Paradies. Schaut euch mal das Wasser an. Es ist doch wunderschön, oder? Ja, richtig. Das ist schön, schön klar. Ja, das ist auf jeden Fall wunderschön. Ja, ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich bin ja der König von Fortnite. Ich habe nur 200 Euro von euch genommen, weil meine Attentäter haben die Besitzer ja, mit Waffen angegriffen und deswegen haben sie es mir auch kostenlos gegeben. Ich wollte nur ein bisschen Geld von euren Eltern, damit sie auch wissen, dass sie in ein schönes, an einen schönen Ort kommt. Also, hier in diesem wunderschönen großen Haus. Wer möchte hier wohnen? Ich. Ah, perfekt. An alle, die hier wohnen wollen, hier können halt leider nur 4 Stück wohnen. Ich würde halt sagen, am besten 4 Jungs, weil ein Mädchen alleine mit euch 4 ist ein bisschen komisch, oder? Nein, ich kann auch weggehen. Ich kann auch irgendwo anders schlafen. Ich meine, ich bin ein Fisch. Okay, möchtest du mit denen schlafen oder möchtest du lieber alleine oder so? Also ich glaube, das heißt, sie möchte alleine. Deswegen kommt mal bitte mit. Nee, ich muss mal kurz mit ihnen reden gleich. Darf ich?
Ja, klar, das ist kein Problem, Herr Momo. Ja, hier könnt ihr auf jeden Fall auch chillen und so. Ich werde natürlich auch immer mal ab und zu bei euch vorbeischauen, ob alles passt. Ansonsten, hier habt ihr eine Küche, eine Bar. Oben sind die Schlafzimmer. Jeder von euch kann sich auf jeden Fall seine eigenen Schlafzimmer aussuchen. Und dann ist, glaube ich, Tata und du, ihr seid jetzt die Einzigen, die kein Zimmer haben. Geht mal bitte kurz vor die Tür. Ich komme gleich zu euch, ja? Perfekt. An die anderen, ihr könnt euch die Zimmer aussuchen. Und Momo, du wolltest ja mit mir kurz reden, ne? Komm mal her. Ja, was ist denn los, mein Freund? Was ist los? Können die beiden mal weggehen? Geht mal weg, Jungs. Jungs, ihr habt doch gesagt, ihr sollt euch Zimmer aussuchen oben, wo ihr wohnt. Ja, könnt ihr das bitte machen? Ja, komm mal her. Wir gehen dann halt einfach nach unten, Momo. Egal. Momo, komm her. So, Momo, erzähl mal, was ist los? Auf jeden Fall, du weißt ja Tata, ne? Ja. Und ich wollte fragen, dürfte ich mit ihr in ein Zimmer, weil ich möchte Bum Bum Schakalaka mit der machen, weil die ist mega geil. Mit wem meinst du? Was nochmal? Die Tata? Tata! Wie kommst Bitte. Du darauf? Wie kommst du darauf? Ja, ich finde sie halt mega hübsch und ich würde gerne mal mit ihr Bum Bumi machen. Ja, ich sag mal so, das werden wir mal, also, du willst die Tata klären. Ist es dein Ernst? Ist es jetzt dein Ernst? Nö. Warum soll ich denn dir da helfen, Mann? Mensch, Maya, wo hängt dir der Schlüssel? Ich werde deine Eltern anrufen, hast du verstanden? Sag mal, Herr Lehrer, wie reden Sie eigentlich? Ich werde deine Eltern anrufen. Ich werde für dich niemals dieses wunderschöne Mädchen klären. Bitte. Dieses Mädchen hat einen König verdient. Ein Mensch mit Autorität. König? Ja, was ist denn los? Das trifft alles auf Sie zu. Ich sag mal so, Junge. Ich habe viel mehr Erfahrung mit Frauen und ich werde meine Schülerin klären. Ich meine, ich liebe sie auch. Tschüss. Ah, sie werden dir sowieso nicht glauben. Ja gut, Freunde, ich werde auf jeden Fall hier der Tata und den anderen zwei, ja, ihr wollt ja euer Zimmer haben, ja? Nur, ja. Leider gibt es nur da ein Zimmer und dann gibt es noch bei mir direkt noch ein Zimmer. Ich würde sagen, Tata, da du ein Mädchen bist und ich dich beschützen muss, kommst du einfach bei mir in das Zimmer, damit ich dir halt einfach, falls Mörder oder sowas kommen, damit ich dich beschützen kann und du gehst alleine da rein, okay? Ganz alleine. Auch in der Nacht hörst du auch Monster und so. Aber du bist ja sowieso ein Monster. Die Monster werden vor dir abhauen. Monster? Ich bin ein Fisch. Ich bin ein Tier. Das ist echt beleidigend. Ja gut. Ja, Freunde, auf jeden Fall, ich werde... ja, Tata, wie geht's dir denn? Ja, aber... Also, ich schlafe jetzt bei Ihnen, oder? Ja, du wirst bei mir schlafen, weil ich habe nämlich das Gefühl, wenn du bei mir schläfst, dann habe ich mehr so, also ich mag das halt, wenn weibliche Frauen in meiner Umgebung sind. Ich fühle mich halt einfach wohl, wenn Mädels am Start sind, egal ob sie hübsch oder hässlich sind, egal ob sie alt oder jung sind, egal ob sie dumm oder schlau sind, egal ob sie dumm oder dumm sind, egal ob sie dumm oder dumm sind. Ja, das habe ich alles an der Universität gelernt. Okay. Meine Frage zu dir, hast du schon mal, ich würde mal sagen, wie bist du denn auf die Welt gekommen? Also, ich höre. Welt wie jeder andere. Wie jeder andere? Ja, wie sind denn andere Menschen auf die Welt gekommen? Erzähl mal, du musst ein bisschen lauter reden. Ich glaube, ich muss ihm das nicht sagen, oder? Doch, ich möchte es mal wissen, weil ich weiß es nämlich nicht. Ich bin ein König, ich war schon immer auf der Erde. Ach so, ja. Also, Sie müssen sich so vorstellen. Ja. Ein Storch kommt und dann wird man so abgeworfen von dem und dann ist man auf der Welt. Oh, das glaube ich Ihnen aber nicht. Das war nur ein Test und Sie haben es leider nicht bestanden. Da muss ich leider bei Ihrer Arbeit eine 6 eintragen. Denn Menschen werden, wenn zwei Menschen sich lieben, schlafen sie miteinander und dann kommt ein anderer Mensch rein. Verstehst du mich? Das weiß ich doch. Also, ja ich gut, doch aber ich bin dein Lehrer. Ich werde dir aber eine gute Note geben, wenn du mich auch liebst, wie ich dich liebe. Weil ich liebe dich nämlich. Du bist so ein wunderschönes Mädchen. Welche Note würden Sie mir geben? Ich würde Ihnen eine 1 geben, wenn Sie mir mal heute im Bett ein bisschen meinen Rücken massieren würden. Und ja, es wäre auf jeden Fall sehr schön, wenn Sie das machen würden.
Was sagen Sie dazu? Ja. Also dann kommen Sie mal her, massieren Sie mal bitte meinen Rücken. So. Ich komme da nicht mal auf das Bett ran, weil mein Kopf so groß ist. Ich bin ja der König. Komm, du wirst jetzt mich ein bisschen massieren. Ja, egal. Massier mich von da unten. Alles gut, du musst nicht auf das Bett. Ja. Herr Lehrer? Oh, das ist aber sehr schön. Was? Momo, was möchtest du hier, Mensch? Ich habe gesagt, ich rufe deine Eltern an. Hau ab! Ich wollte ihnen das rausreden, aber ich habe sie erwischt. Also, Tata, wir haben nichts gemacht. Ich liebe dich auch. Entscheide dich für mich, bitte. Hä? Tata, ich weiß nicht. Willst du lieber irgendwann mal ein schönes Stipendium haben? Oder irgend so einen dummen roten Mann heiraten, der nichts in der Birne hat? Der hat mich will sie. Na, Tata. Ja, komm, Tata, weißt du was? Weißt du was? Geh, komm, ich lass euch hier alleine. Ich meine, ihr seid auch schon jung und so. Und ihr dürft hier gerne schlafen, ja? Tschüss. Komm, Tata. Ich geb euch beiden eine Eins. Ja, Freunde, auf jeden Fall. Ich werde die jetzt verarschen. Ich hole jetzt nämlich die anderen Jungs, weil ich weiß, dass die anderen Jungs auch auf das Mädchen stehen. Dann sage ich denen, ja, Jungs, kommt mal bitte her, ich möchte euch was zeigen. Der Momo hat das Mädchen geklärt und er hat es vor euch geklärt, weil er weiß, dass ihr sie liebt und deswegen wollte er es euch nicht gönnen. Mal gucken, wie die anderen Jungs darauf reagieren, wenn sie das erfahren. Und am Ende habe ich das Mädchen ganz alleine für mich, Freunde. Hey Jungs, wie geht's euch denn? Ja, Momo. Was geht? Ja, wo ist denn der andere? Der Johnny, der ist doch hier in diesem Haus. Wir müssen ihn mal kurz abholen, ja? Ja. Jungs? Aber was war das da so drüben so laut? Ja, das weiß ich auch nicht. Der Momo kam und ja. Hallo, bist du da? Johnny, bist du da? Fisch? Ich bin hier unten im See. Ah, der ist am Wasser spielen, ey. Ja gut, dann kommen wir zu dir, Johnny. Ah, ist der Johnny tatsächlich hier? Der ist hier gar nicht hier, der ist hier da vorne. Ah, ach so, ja, der ist hier. Jungs, kommt mal mit. Also, ich möchte euch was zeigen. Ihr wisst doch alle, wir haben dieses wunderschöne Mädchen in unserer Klasse, ja? Ja. Und ihr alle steht auf das Mädchen, oder? Ja. Und ich möchte nämlich für euch eine Überraschung machen. Jeder von euch darf jetzt das Mädchen einmal versuchen zu klären. Steigt ein. So, ich habe nämlich Momo gesagt, er soll auf das Mädchen aufpassen. Und er hat gesagt, ja, er kann das sehr gerne machen, weil er liebt sie sowieso nicht. Und er würde sie euch sehr, 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 sehr gönnen. Und dann zeigen wir euch jetzt mal, ob der Momo wirklich so nett war. Und dann könnt ihr mal schauen, ob ihr das Mädchen klären wollt. Jungs, ich glaube, da passiert gerade irgendwas. Ihr müsst schleichen. Ja, Tata, ich liebe dich so dolle. Jungs, habt ihr das gehört? Er hat zu ihr gesagt, dass er sie liebt. Obwohl es euer Mädchen ist. Jungs, zeigt ihm, wo der Hammer hängt. Let's go. Junge, was soll das? Was machst du hier, Momo? Jungs, geht mal weg. Ich schieße euch einen Haken. Geht mal weg, Mann. Was ist mit meinem Mädchen? Ich stehe auf sie, du nicht. Ich ziehe euch gleich einen Ding, geht mal weg. Ey, Jungs. Was soll das? Mann, guck mal, jetzt gibt's eine 6 für alle. Ich hab gesagt, so reden wir nicht miteinander. Geht jetzt alle zum Lagerfeuer, ich werde euch gleich eine Geschichte erzählen, ja? Geht alle da unten zum Lagerfeuer. Sehen, Herr Lehrer. Tata, kommen Sie mal bitte mit und Momo auch. Kommt mal bitte her, Tata und Momo. Schau mal, Tata. Und Momo, wir haben euch gerade erwischt, wie ihr im Bett lagt und gewisse Dinge getan habt. Wie ich liebe dich, bla bla bla, du bist das schönste Mädchen, dies, das. Und ich finde... was soll das? Sie haben das doch gesagt, dass wir... Ehrlich, sie haben doch auch mit Tata geschlafen. Ich hab nicht mit dir geschlafen. Digga, bist du blöd? Sie ist meine Schülerin. Das war ein Prank. Hallo, ein Prank. It's a prank. Do you know diese Prank Bros? Ja. Ich hasse sie, Herr Lehrer. Ich hasse sie einfach. Warum müssen sie immer so gemein sein? Sag sie es mir doch. Haha, wein doch. Mein dummer Schüler. Ich hatte noch nie so einen dummen Schüler wie dich. Was machen sie denn mit ihm? Das wird schon. Das ist halt nur. Das Weinen ist doch nur ein Gefühl und Gefühle entstehen halt.
Mach Selbstmord. Mach Selbstmord, mein Schüler. Es ist in Ordnung, wenn du Selbstmord machst. Okay. Es ist in Ordnung. Ich gehe jetzt mich selbst umbringen. Nein, ey, bleib mal hier. Ich möchte mal kurz mit dir reden. Ey, Tata, warte mal kurz. Schau mal, mein Freund. Ich weiß, dass du, wie du gerade sehr leidest. Ich habe mal auch ein Mädchen geliebt, so, und dann hat sie mich einfach verlassen. Weißt du, warum? Sie hat einfach gesagt, dein Pipi stinkt einfach. Und hab ich sie getötet. Ja, das tut mir leid für dich. Haha, it's a prank, das war nur Spaß. Ach so, ja, okay. Nee, Spaß, kommt mal her, Jungs. Ich möchte nicht so sein, kommt mal her. Ich habe für euch eine Überraschung. Ich wäre nicht der tolle Lehrer, wenn ich nicht der tolle Lehrer wäre. Ich möchte euch mal was erklären. Und zwar, es geht im Leben nicht darum, wie man miteinander Liebe macht, sondern zu wie viel man Liebe macht. Ich denke mal, wo sind die ganzen Schüler jetzt hin? Jungs, was macht ihr da an meinem Auto? Was sollte das? Herr Lehrer, ich wollte eigentlich am Lagerfeuer ein bisschen rangehen. Aber da ist doch das Lagerfeuer, Jungs. Hier ist doch das Lagerfeuer. Mensch, Meier, Mensch. Setzt euch mal hin. Ich möchte euch eine Story erzählen. Und ich möchte meine Liebe gestehen. Also, meine Damen und Herren. Ich hoffe, euer Klassenfahrt ist schön. Für das Abendprogramm gibt es natürlich eine sehr tolle Geschichte von dem Meister Menace, der beste Lehrer auf der ganzen Welt. Denn ich habe vor 20.000 Jahren, ich habe schon immer gelebt. Ich hab sogar mitbekommen, wie die Erde entstanden ist. Und zwar, die Erde ist entstanden, als ein Reiskorn in China umgefallen ist, hat sich auf einmal so ein Atom aufgebaut und dieses Atom ist größer und größer und größer geworden. Dann ist irgendwann mal die Erde entstanden. Dann hatte ich die Wahl, ob ich lieber Frauen, Männer oder Elefanten entstehen lasse. Dann habe ich gesagt, ey, erstmal Frauen, weil ich muss ganz, ganz, ganz viel Liebe machen. Ich liebe Frauen. Und deswegen seid ihr jetzt auch alle hier. Ja, ich wollte dir sagen, dass ich dich sehr liebe, Tata. Weißt du, ihr habt mich alle falsch verstanden. Sie ist eigentlich meine Tochter. Wisst ihr, was ich meine? Sie ist meine Tochter. Wolltest du sie klären? Nein, ich wollte sie nicht klären. Ich sage dir uns gar nichts davon. Okay, ich meinte mit klären, dass ich eine Sache zwischen mir und ihr klären muss. Nicht so Mädchen klären, versteht ihr? Ich wollte halt einfach etwas zwischen mir und ihr klären. Und warum gönnst du mir sie dann nicht? Weil sie meine Tochter ist, Junge. Schau dich mal an, wie dumm du bist. Schatz, komm mal her, meine Tochter. Würdest du mit so einem dummen Jungen heiraten wollen? Sei mal ehrlich. Ja. Ganz ehrlich. Leid. Schau mal, sie will dich nicht, Digga. Du wirst irgendwann mal einen Prinzen heiraten. Nein, ey. Sie nicht? Momo, entspann dich, Mann. Nein, das kann doch nicht mehr so weitergehen. Immer bin ich der Opfer. Aber Momo, Bruder. Johnny, helf ihm mal bitte. Sag ihm, dass er nicht der Opfer ist, sondern du. Du bist der Opfer. Ja, ich bin ein Opfer. Guck mich an. Er sagte, Männer, mir. Frauen und so. Hallo, was wollt was? Ihr? Ey, lass sie mal in Ruhe, Mann. Sie ist meine Tochter, hab ich gesagt. Was macht ihr da? Sorry. Mann. Guck mal. Ich sag euch ehrlich, ich finde es gar nicht korrekt, was sie hier macht. Ihr werdet jetzt alle nach Hause gehen. Geht jetzt alle schlafen, sofort. Wir machen auf jeden Fall morgen weiter. Nein, Momo, du bleibst jetzt hier stehen, Mann. Guck mal. Ich dachte, wir sollen nach Hause gehen. Nein, ihr geht jetzt alle hier. Wir haben doch noch 2 Tage hier Ferien. Ihr versteht schon, was ich meine. Also, bis dann. Ciao, ciao. So, meine Tochter, du schläfst bei mir. Und du, tschüss. Ja, okay. Ja, geh schon mal nach oben. Bis gleich, ja? Okay. Ja, meine Freunde, das war's mit dem Video. Falls es euch gefallen hat, ganz wichtig, aktiviert zu 100% die Glocke. Jeder von euch bitte einmal. Checkt es einfach, ob ihr es schon gemacht habt. Ansonsten lasst ein Like da. Bei 5000 Likes gibt es natürlich dann die 2. Folge von diesem Video. Und die erscheint dann entweder auf Hauptkanal oder Zweitkanal, keine Ahnung. In diesem Sinne, CraterGod Inatis. Und hier ist die Ehrenschwester Tata. Ihr könnt natürlich sehr gerne bei ihr vorbeischauen. Sie hat auch einen Discord-Server. Und in diesem Sinne, Kuss, Kuss. Ciao, ciao. Wir sehen uns im nächsten Video.